Und damit auch wieder zurück zu Halo 4. So, wir sind wieder im Spiel. Und es geht weiter. Letztes Mal waren wir hier. Die neue Mission, der Feind meines Feindes, hat begonnen. Und wir müssen jetzt hier diesmal in das rechte Portal. Das machen wir auch mal kurz schnell. So. Und die Reise kann beginnen. Na, jetzt. Wieder in irgendeinem Tempel. Anscheinend haben die Prometheaner auch etwas gegen die Anwesenheit der Allianz. Das Battle.net explodiert förmlich mit Nachrichten über die Gegenwehr rund um den Pylon. So, ziemlich interessant sieht es ja schon aus. Und dann mache ich mal weiter auf den Weg, um herauszufinden, was ich denn hier machen soll. Kontrollpunkt. So, und ich glaube, die Action beginnt. So, mit dem Lasergewehr geht es jetzt ziemlich gut. Bisschen kurz in Deckung gehen. So, auf jeden Fall. Genau, wie man sieht, haben wir jetzt hier ein paar neue Gegner wieder dabei. Und ich stelle mich immer so dumm an. Nein, natürlich nicht. So, so kurz wieder hier. Okay. Gucken, dass alles passt von den Einstellungen her. Ja. Holen wir uns den doch von hinten, oder? Ah, okay, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die Aliens hier, also das ist hier. Oh, Alter. Zwei verschiedene Arten von Gegnern sind. Weil ja die. Das gibt's gar nicht. So. Muss mir echt mal angewöhnen, ein bisschen mehr nebenher zu reden, aber diese Viecher sind der Horror. Was ich sagen wollte, war, dass die einen Viecher gegen die anderen gekämpft haben. Somit, deswegen auch der Missionsname, der Feind meines Feindes, weil wir jetzt sozusagen drei verschiedene Gruppen haben. Also wir, die komischen Robo-Aliens und die normale Dingens. Kolonie halt. So, jetzt nachdem ich schon ihre Drohnen zerstören. Ja, wäre das auch erledigt. Und dann kann ich mir mal nach einer Waffe Ausschau halten. Denn die hier ist ja leer. Und ich renne ungern mit einer zweiten Waffe herum, die leer ist. Nämlich eine Sturmkarabiner. So. Genau. Und jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie es weitergeht. Oder wo es weitergeht. Ich schätze mal da hinten. Und ja, endlich ist wieder Halo 4 Zeit. Ich spiele zurzeit wirklich sehr wenig. Finde ich auch ziemlich schade. Aber naja, die ist nicht anders machbar. So. Komm ich. Ah, genau, hier unten sind wir vorhin andersrum durchgelaufen. Muss gerade nur herausfinden, wo ich ungefähr weiter soll. Muss, kann, wie auch immer. Und ja. Das letzte Mal aufgenommen, was für ein Zufall, habe ich wieder genau vor einer Woche. Wie bei Mario Sunshine damals. Und ja, letztes Wochenende war ich dann krank. Und bis jetzt diese Woche hatte ich auch noch keine Zeit. Neben Uni und Videos hochladen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, Kontrollpunkt. Und ja, da kommt auch schon wieder der eine oder andere Gegner. So, der hat sich mal kurz teleportet. Da hat man gerade gesehen, wie der eine Feind den anderen Feind getötet hat. Ziemlich nett.
So. Die Drohnen sind echt ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ich hab's Gefühl, ja, nehmen wir mal das Lichtgewehr dafür. Sie kann ja echt fast gar nicht treffen, oder? Oder werden die von dem. Ne, ist nur in so ein. Aua, ja, ich geh schon runter. Nur in so ein Laservisier. Laserkanone, die aus abknallt. Auch die kleinen Truhen, hallo? Ich meine, ich spiele auf normal und ich treffe die ja. Also, gut. Sehr gut. Ah, ich glaube, da muss ich hier ausweichen. Ich glaube kaum, dass ich die Dings besiegen kann. Ich will nur schon nochmal eine Waffe mit ein bisschen Munition mitnehmen. Oh, au, au, lass es. So. Ich habe keine Ahnung, ob man das Viech besiegen kann. Ich laufe jetzt. Wow. Einfach mal durch, würde ich sagen. So. Jetzt nicht mehr allzu viel Munition. Kann mal kurz gegen. Boah, die Halskappe wieder. Sehr gut. Eintauschen. Und dann nehmen wir uns doch gerade mal einen Ghost von den netten Männchen mit. So, jetzt hier wieder ein bisschen Ghost-Action angesagt. Mal schauen, wie lang. Oder mal schauen, was ich so reißen kann. Offensiv! Hat schon überfahren. Und nochmal, zack, du kommst auch mit. So, das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Den Ghost, da geht das besser. Na. So. Wie schon gesagt, dank unserem Fahrzeug kann man hier eigentlich recht gut intervenieren in den Kampf von denen. Und die alle kurz und klein schlagen. Ja. So. Da kam ich her. Da hab ich schon schauen, wo es da weitergeht. So, ah, okay. Ich hab mich auf den Weg. Yep, yep. Was? Ich verstehe dich nicht. Das Relais-Signal ist wieder abgerissen. Wir sind fast bei. Da bin ich jetzt halt mal schon durchgefahren. Damit kommt hoffentlich jeder klar. Solange ich mit dem Teil noch. Sie haben die Öffnung gefunden. Wir sollten schnellstens hoch zu dem Relais. Ich bin auf dem Weg. Solange ich das Fahrzeug benutzen kann, benutze ich das auch noch. Hey, das gibt's sogar noch geil. Oh, da gibt's. Nein, 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 nein! Du bleibst hallo. Steig wieder aus. Arschloch. Ich würde gern wieder in mein Fahrzeug. Und dann weg hier, bevor der nächste Beschuss kommt. Okay. Sieht ein bisschen nach Action aus, also mal was zerstören. Hier laufen ein paar wenige, viele Viecher rum. Aber nur die kleinen, die Schwanz. Ah, da ein bisschen größer war. Aber gut, zerstören wir mal das Gelände. Und dann schauen wir weiter. Ist ja gleich wie vorhin, in der Aufgabe her. So, auf eine rote Kugel schießen. Nochmal ein Ghost. Geschwächt, aber noch aktiv. Schön rausgeholt. Erst nach den anderen zwei Energiekernen können den großen auch noch schön gehabt. So. Und dann noch den anderen Kern zerstören. Bam, bam, bam. Oh, Sackgesicht, ey. Zweiter Energiekern offline. Dankeschön, bitteschön. So, jetzt mal schon schauen. Geht's da hoch? Okay, ich fahr einfach mit dem Ghost hoch. Ich bin so dreist. Na, komm. So, guten Morgen Deutschland. Bam. Oder naja, wie das Dorf auch immer hier heißt. Guten Morgen Alien City.
So, und der sollte auch kein großes Problem sein. So, aber ich glaube, ich bin schon wie letztes Mal wieder nach zwei Dingen hoch. Obwohl irgendwo noch ein drittes sein müsste, oder? Oder ist diesmal das dritte oben, aber ich glaube nicht. Boah, du Sackis. Was? Was? Okay, ich bin tot. Ich weiß nicht, von was ich gerade so schnell gestorben bin. Er hat nach drin eine Granate geworfen. Wahrscheinlich war es die Granate, der hat mich doch erwischt. So, komm. Oh, ich war ein bisschen schneller hier. Und jetzt will ich mir den Sack da oben. Geht dir gar nicht, dass der mich tötet, hey. So weit kommt's noch, ne? So, haben wir da was dazugelernt. Da oben haben wir noch die Banshee rumfliegen. Ich jetzt die Frage, ob es sich da lohnt, um Lasergewehr zu holen. Auf jeden Fall, ja, ich bin immer noch zu früh dran. Ich gehe nochmal geschwind hier mit dem Ghost nach dem dritten Kern suchen zum Zerstören. So. Der wird klein gemacht, irgendwo hier müsste er noch sein. Wenn ich die zwei habe, müsste er hier irgendwo der dritte sein. Ah, da haben wir doch. So. Bam, 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 bam. Sollten unten sein, jetzt hoch zum Strahl. So. Mal gucken, wie lange noch unser Gefährtchen hier lebt. Kontrollpunkt. Und dann über A. Nicht runterfliegen. Ich glaube, damit kommen wir. Ne, damit kommen wir echt nicht hoch. Und dann machen wir uns auf den Weg nach oben. So. Und ab geht's. Hier nochmal die schöne Kulisse genießen. Und da wollen wir hin. Ist ja gleiches Prinzip wie beim ersten Portal. Ja, und sah auch relativ ähnlich aus. Jonas Infinity, ein Überlebender der Format Antudor. Auf einen schwachen IFF-Tag nahe des Planetenkerns. Bitte kommen. Beim Planetenkern, Sie wissen, dass wir hier sind. Infinity, hier UNSC, KI Cortana. Nicht den Blutsväter-Planeten nähern. Wiederhole, nicht... Infinity an UNSC-Posten. Format Antudon. Wir hören Sie leider nur abgehakt. Feuermann, Geschwindigkeit um 0,7 erhöhen. Bringen Sie uns rein. Negativ, Infinity. Nicht in den Planeten eindringen. Falls Sie uns hören können, senden Sie. Nein, das ist blöd. Wir müssen den Strahl sofort ausschalten. Sollen wir das tun? Oder lassen wir sie verrotten? Was? Ja, natürlich. Okay, wir schalten den Strahl ab. Sind wir mal so nett. Wenn die unbedingt uns besuchen wollen hier. Cortana an Infinity. Hören Sie mich. Infinity, komm. Störquelle beseitigt, aber der Sender Ihres Anzugs ist nicht stark genug. Berechne einen Weg zum Satelliten. Schon erledigt. Los! So. Irgendwo auf dem Satelliten muss es eine zentrale Steuerung geben. Die Allianz rückt auch auf das Relais vor. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte die Entsenderelais interessieren? Ich kümmere mich um die. Finde du einfach den Kontroll. Ja, Abeneta. Okay. Ja. Beinahe zu Hause. Ja, nach zu Hause klingt das hier noch nicht. Wann gerät die Infinity in den Trichter? In höchsten 2 Minuten. Die Allianzler eilen zu irgendwas auf der Rückseite des Satelliten. So, aktivieren wir hier mal die Tür. Und schauen uns mal, wo es da hingeht. So. Oh, okay. Da geht ein bisschen Action. Geil, gefällt mir. Sehr schön. Ich hoffe, ich bin zur Party eingeladen. Wenn nicht, mir egal. So, bam, 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 bam. Okay, und ich spiele schon wieder nur ein bisschen offensiv, ne? Ich werde es bestimmt überlegen. So. Ich weiß aber noch nicht, was ich hier machen muss. Ich räume jetzt erstmal auf. So nett wie ich bin.